Überraschende Entscheidung in Sao Paulo. Entgegen allen Vorhersagen kommt die schönste Frau des Universums in diesem Jahr nicht aus Lateinamerika, sondern aus Angola. Leila Lopes heißt die Siegerin. Sie ist 25 Jahre alt und Betriebswirtschaftsstudentin mit großem Ehrgeiz. Ich habe immer davon geträumt. Sobald ich entschieden hatte, bei diesem Schönheitswettbewerb mitzumachen, habe ich mir gesagt, ich werde gewinnen. Ich bin nicht hier, um zu spielen. Ich will gewinnen. Ich habe meinen Freunden gesagt, ich will diese Schönheitskrone gewinnen. 98 Schönheiten aus aller Welt sind angereist. In die Endrunde kommen außer Lopes Bewerberinnen aus der Ukraine, den Philippinen und China sowie Brasilien. Letztlich überzeugt die Angolanerin mit ihrer selbstbewussten Präsentation. Ich bin sehr stolz, die schönste Frau der Welt zu sein. Aber nicht, weil ich schön bin, sondern durch meine Schönheit werde ich Leuten überall auf der Welt helfen. Das macht mich wirklich stolz. Lopes will sich künftig im Kampf gegen AIDS engagieren. Viel Aufmerksamkeit hat sie dafür bereits jetzt bekommen. 1 Milliarde Zuschauer verfolgten das Spektakel an den Fernsehbildschirmen.